Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zoom-Video bei Aktienlust TV mit unserem Mick Knauf. Und heute wollen wir beide wieder rückblickend auf die Woche schauen, was so alles an den Märkten los war. Der DAX diese Woche mit einem kräftigen Kursanstieg am Montag. Seit hier ist er eher in der Seitwärtsphase. Heute Morgen dann die Nachricht, dass Trump positiv auf Corona getestet wurde. Das gefällt dem deutschen Leitindex gar nicht so. Ja, die Anleger sind nervös, dass die Wahl eventuell annulliert oder verschoben wird. Was ist deine Meinung dazu, Mick? Ja, ist natürlich schwierig, wenn der US-amerikanische Präsident, der ja eigentlich bis dato noch nicht mal wahrhaben wollte, dass es eigentlich Corona gibt und sich auch immer die Maskenpflicht gedrückt hat, ja, auf einmal selber betroffen ist und nicht nur er, sondern seine Frau. Da fragt man sich natürlich auch, wer ist jetzt im Weißen Haus noch betroffen? Wie geht es jetzt vor allen Dingen natürlich mit dem Wahlkampf weiter? Das heißt also, hier wird man zumindest, wenn er jetzt 14 Tage in Quarantäne geht, und wir haben ja gerade die Hochzeit des Wahlkampfes, wird er drei Veranstaltungen schon ausfallen lassen müssen. Naja, und die Debatte, die eigentlich angeraumt war, die TV-Duell-Debatte, die wird natürlich dementsprechend dann auch verschoben werden. Klar, meine, das bringt natürlich Unsicherheiten mit sich. Und selbst im Vorfeld, auch ohne Corona, hat ja Donald Trump immer wieder darauf hingewiesen, dass Briefwahl für ihn sowieso schon dazu neigt, hier Betrügereien abzuhalten. Und ob er sich tatsächlich, was dann am 3.11. gewählt wird, damit einverstanden erklärt, vor allen Dingen dann, wenn er nicht gewählt wird. Ja, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Das heißt, es wurde ja schon georakelt, ob nicht eventuell CIA oder verschiedene andere Sicherheitsbehörden dann den Präsidenten, wenn er verlieren sollte, aus dem Weißen Haus geleiten, damit er dann nicht nochmal irgendwelche Affentänze aufführt. Also, das Thema ist und bleibt schwierig, weil man normalerweise sagen muss, Börsen reagieren positiv auf Wahlen in den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir bei 83% der Wahlen immer steigende Kurse an der Wall Street gesehen. Das könnte sich momentan etwas ändern, wenn da halt eben Unruhe reinkommt. Ja, du hast es gerade schon gesagt, am Dienstagabend gab es ja das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden, da ging es heiß her. Was ist denn jetzt deine Meinung zu dem Duell und ja, wie hat sich das Ganze auf die Märkte ausgewickelt? Also ich glaube, ich liege da so ein bisschen wie die Amerikaner auch. Viel Neues gab es da nicht, außer viel Gezeter, viel Geschrei und viel Beleidigungen gegenseitig. Zeitweise war ja noch nicht mal rauszuhören, wer gerade spricht. Ich habe mir das diese Nacht dann angeschaut und das war schon wild. Ja, und selbst die Amerikaner haben gesagt, also so können wir das nicht nochmal machen. Das heißt, sollte es zu einer weiteren TV-Duell-Debatte kommen, dann will man da so klare Richtlinien auch vorgeben, ein anderes Konzept reinbringen, falls es überhaupt nochmal zu einer TV-Duell-Debatte kommt. Weil auch das war die große Frage, wiederholt man das Ganze, aber dann sicherlich mit anderen Spielregeln. Ja, die Situation ist natürlich schwierig. Die einen sagen, Donald Trump hat gewonnen, die anderen sagen, nein, Joe Biden war der klare Favorit, der übrigens aktuell wohl mit 9 Punkten vorne liegt, ja. Aber ich denke, das will nichts heißen. Vor allen Dingen die Landbevölkerung in Amerika ist ja eigentlich sehr pro Donald Trump eingestellt. Und wie gesagt, gewählt wird in der Kabine für sich alleine. Und da könnte es durchaus am 3.11. ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Bleibt auf jeden Fall weiter spannend in Sachen Wahl. Absolut. Dann kommen wir zu den News bei den Einzelaktien, kombiniert mit ein paar Zuschauerfragen, die ich erhalten habe. Am Montag enthielt der DAX ausnahmsweise ja 31 statt 30 Titel, denn Siemens Energy hat sich erfolgreich von seiner Konzernmutter Siemens getrennt und ist somit an die Börse gegangen. Mick, wie bewertest du das IPO? Was bedeutet der Spin-off für Siemens-Aktionäre und wie schätzt du vor allem das weitere Potenzial von Siemens Energy ein? Also muss ja sagen, die Siemens-Aktionäre bekommen ja jetzt dann kurzfristig für zwei Siemens-Aktien eine Siemens-Energy-Aktie ins Portfolio gebucht, sodass man auch so ein bisschen Teil des neuen Unternehmens wird. Siemens hat das Ganze ja schon mal praktiziert mit Siemens Healthineers, die ja auch sehr, sehr gut aktuell, muss man sagen, im Markt liegen. Ja, jetzt wird man mal abwarten müssen, wann halt eben das Thema der Aktie tatsächlich jetzt dann nach oben geht. Man hat ja bei Siemens Energy gebündelt Kraftwerk und Windenergie. Naja, und man will ja aussteigen aus der Kohle, aber auch noch nicht so sukzessive schnell. Klar will Siemens letztlich einen grünen Finger, einen grünen Daumen haben, will natürlich hier am Klima mitarbeiten und da soll natürlich Siemens Energy mithelfen. Aber man weiß auch im Hause Siemens, dass die Schwankungen in den nächsten Tagen und Wochen
durchaus schwierig sein können für das Unternehmen. Irgendwann wird sogar damit gerechnet, dass Siemens Energy vielleicht als drittes Unternehmen dann sogar in den DAX aufsteigt. Also von daher das Thema sicherlich beachtenswert. Siemens ist ein altes, traditionsreiches deutsches Unternehmen. Die Halsaniers laufen relativ gut, machen einen sehr, sehr guten Job. Wieso sollte man da jetzt dementsprechend nicht auch mal auf die Energy-Seite schauen? Vor allen Dingen, wo ja viele, viele junge Leute, wir erinnern uns an Fridays for Future, dementsprechend ja Umweltbewusstsein entwickelt haben. Und da scheint Siemens auf jeden Fall nachzulegen. Ja, und am Mittwoch gab es auch wieder einen erfolgreichen Börsengang an der New York Stock Exchange, nämlich von Palantir Technologies, der Geheimdienstfirma. Und der Darko 2210 über Instagram wünscht sich eine kurze Einschätzung zu der Aktie. Ja, Mick, wie ging der IPO vonstatten und was ist deine Meinung dazu? Ja, Palantir ist ja so ein bisschen ein geheimnisumwobenes Unternehmen, das hast du richtig schon gesagt. Die arbeiten vor allen Dingen im Bereich der Datenanalyse mit Geheimdiensten und da vor allen Dingen in Amerika mit der CIA zusammen. Es ist natürlich so ein bisschen schwierig dann halt eben auch, wenn man auf der einen Seite keine Daten rausgibt, darf, weil es halt eben der Kunde Geheimdienst ist, auf der anderen Seite aber dann eine Börsennotierung hat, wo man ja alles offenlegen muss. Also da schauen wir mal, wie das Palantir in den nächsten Jahren so macht. Übrigens, das Unternehmen, muss man sagen, ist ja unter anderem der deutsche Peter Thiel massiv daran beteiligt, hat das Unternehmen ja auch mitgegründet und man muss sagen, die Aktie ist gekommen zu $7.25 und ist dann nach oben geschnellt auf $9.50. Also das waren schon 31%, die man da am ersten Tag hat machen können. Bewertung aktuell 21 Milliarden US-Dollar. Aber Palantir hat auch einen etwas anderen Weg gewählt. Die haben nämlich den direkten Weg über die Börse als Direktplatzierung ausgesucht. Das ist relativ ungewöhnlich, muss man sagen. Das heißt also, die Banken hatten da nicht großartig was mitzusprechen. Und jetzt geht es natürlich darum, wir haben auch nur 20% der Aktien für die nächsten 6 Monate, die handelbar sind. Und dementsprechend ist der Free-Float draußen auch ein bisschen geringer. Und das Unternehmen selber von den letzten Bilanzen her liegt eigentlich eher tiefrot da. Also Geld hat man da noch keins verdient. Ich denke, man muss Palantir jetzt mal ein bisschen arbeiten lassen, um mal zu schauen, was da tatsächlich in die Kasse kommt. Aber die amerikanischen IPOs scheinen auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser zu laufen als die, die wir in Deutschland haben. Ja, und welche Branche im Moment wieder so richtig boomt, ist ja die Solarbranche. Darunter ist mir ein Wert besonders aufgefallen, habe ich auch seit 2014 selbst im Depot und seither eher seitwärts gelaufen, nämlich Jinko Solar. Ja, die Aktie hat eine Kursverdopplung innerhalb von 3 Wochen hingelegt. Warum ging es hier so stark nach oben und siehst du weiteres Potenzial? Ja, wir haben momentan einige Analysten und vor allen Dingen einige Käufer im Markt, die vor allen Dingen auf 2 Werte, Jinko ist ja ein chinesisches Unternehmen, die da auf 2 Werte aufspringen. Das ist auf 1 Jinko Solar und auf der anderen Seite BYD, Build Your Dream. Das heißt also alles, was einigermaßen mit neuen Technologien zu tun hat, wie Jinko auf der einen Seite mit Solar, BYD auf der anderen Seite natürlich mit E-Mobilität in China, die sind momentan tatsächlich im Fokus der Medien und der Analysten und deswegen wird da ordentlich zugekauft. Das stimmt, seit Juni ist die Aktie exorbitant nach oben geflogen, muss man sagen. Und vor allen Dingen die Nachricht, dass man die eigene Tochter Jiangxi Jinko dann doch nochmal an die Börse bringen will, das scheint hier tatsächlich nochmal mehr zu beflügeln. Also für alle die, die da tatsächlich im Bereich der Solarenergie ein bisschen was machen sollten, die sollten sich die Aktie auf jeden Fall mal anschauen. Also ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Und dazu haben wir auch noch eine passende Frage über Instagram von dem FritzFitPT bekommen. Und zwar möchte er wissen, ja, generell Solaraktien jetzt kaufen. Ja, meine Solaraktien sind natürlich bei Zeiten so ein bisschen unter die Räder gekommen, wenn halt eben der mediale Blickpunkt nicht mehr so da ist, wenn halt eben die staatlichen Förderungen nicht mehr so kommen, wie man sich das eigentlich gedacht und gewünscht hatte. Aber ich denke, dass Solar ähnlich wie Windenergie, das heißt alternative Energien, natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine bedeutsame Rolle spielen werden, ähnlich wie Wasserstoff ja nun auch. Also von daher halte ich diese Branche sicherlich nicht für uninteressant und da sollte man bei Zeiten dann doch mal ein bisschen Stockpicking betreiben.
Kommen wir noch zur deutschen Lufthansa. Hier hat die Investmentbank HSBC diese Woche das Kursziel von 2,25 auf 1,50 € gesenkt. Damit wird sich vom aktuellen Kurs ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 80% ergeben. Ja, wie siehst du hier die weiteren Aussichten für den Luftfahrtsektor generell und somit auch für die Lufthansa-Aktie? Das ist natürlich schwierig. Desto mehr Reisewarnungen die Bundesregierung ausspricht, desto mehr kommen natürlich alle die Unternehmen, die halt eben jetzt mit Reisen zu tun haben, in der Freizeit, in der Tourismusbranche unterwegs sind, unter die Räder. Ja, und dazu gehört natürlich letztlich auch die Lufthansa. Wir haben 160 Reisewarnungen. Das heißt also, die Deutschen werden vermehrt eher weniger als mehr fliegen. Und wenn wir die Verkehrszahlen parallel von Fraport mal anschauen, also was tut sich eigentlich am Frankfurter Flughafen, dann ist das mal gerade ein solch geringes Verkehrsaufkommen. Wir haben nur in Anführungszeichen das Terminal 1 auf, Terminal 2 ist nach wie vor noch geschlossen. Und das ist natürlich momentan für die Lufthansa äußerst schwierig. Dazu hat man ja momentan noch 700 junge Leute in der Ausbildung zum Piloten, die da 60.000 bis 80.000 € für bezahlen. Die wissen noch nicht mal, ob sie einen Job bekommen, respektive ob diese Ausbildung denn tatsächlich auch zu Ende gemacht werden kann. Ja, und nicht nur die jungen Leute, die Flieger werden wollen, nein, auch die, die schon fliegen, die wissen auch nicht, behalten wir denn überhaupt unsere Jobs? Weil die Lufthansa wird sicherlich einiges an Stellen wegstreichen, einiges an Flugzeugen verkaufen, weil halt eben der Flugverkehr in den nächsten Jahren, und da sage ich wirklich Jahre, das wird nicht nur ein Jahr sein, das wird mindestens 2 bis 3 Jahre noch andauern, sicherlich nicht unter Volllast fliegen wird. Also von daher die Berechnung der Analysten, natürlich auf der einen Seite hart für die Lufthansa, aber natürlich auch nicht ganz unfair, muss man sagen. Vor allen Dingen der Staat hängt ja noch drin und ich glaube, das wird es auch nicht bei bleiben. Ich denke, dass die Lufthansa hier nach wie vor nochmal staatliche Zuschüsse braucht, um tatsächlich zu überleben. Ja, dann schwenken wir noch mal kurz von der Luftfahrt in die Reisebranche. Da haben wir nämlich eine Frage von dem Karl Recknagel bekommen. Er schreibt: TUI bei 3 € jetzt so richtig rein. Ja, wenn es mal so wäre, meine TUI, Fritz Jussen hat diese Woche ja ein paar Interviews gegeben, der Vorstandsvorsitzende, die habe ich mir genau mal angehört und da geht es ja auch momentan um eine Kapitalerhöhung, weil die Decke bei TUI natürlich auch nicht die größte ist. Wenn nicht geflogen werden kann oder nicht geflogen wird, dann wird halt eben auch pauschal nicht gereist. Das heißt, da brauche ich auch keinen Reiseveranstalter großartig, wenn keiner verreisen möchte. Und Jussen hat ganz klar nochmal nach außen gestellt, 8.000 Stellen will er streichen bei der TUI und 300 bis 400 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Der Staat hat bis dato schon 1,8 Milliarden Euro hinzugegeben, damit die TUI überhaupt überlebt. Aber wie gesagt, der Frager hat natürlich recht, man, die Aktie ist um zwei Drittel mehr oder minder eingebrochen, aktuell bei 3,14 €. Okay. Wenn ich ein Wagnis und ein risikobereiter Mensch bin, dann kann ich mir natürlich so eine Aktie durchaus mal ins Portfolio legen, muss allerdings Zeit mitbringen. Wie gesagt, so schnell wird die Erholung da sicherlich nicht vonstatten gehen. Ja, und schlechte News gab es gestern auch bei Bayer. Der Konzern schockierte nämlich gleich mit drei Hiobsbotschaften, und zwar Gewinnwarnung, Sparprogramm und Stellenabbau. Und der No Pathfinder auch über Instagram möchte wissen, was ist eure Meinung zu Bayer? Potenzial nach Rückschlag oder fallendes Messer? Ja, mit dem fallenden Messer hat er nicht ganz Unrecht, muss man fairerweise sagen. Meine Bayer ist momentan tatsächlich im Tief in der Bredouille. Sparmaßnahmen muss man auflegen. 1,5 Milliarden jedes Jahr ab dem Jahr 2024, weil vor allen Dingen das Agrargeschäft momentan Corona-bedingt überhaupt nicht so gut läuft. Dort hat man wirklich massive Einbrüche, deswegen auch die Gewinnwarnung. Und zudem natürlich die Anleger immer auf etwas schauen, nämlich auf die Zukunft. Und da will man ja hören, welche Prognose hat der Bayer, welchen Ausblick gibt es. Und der Ausblick war mehr als verhalten. Und das war auch etwas, warum man die Aktie dementsprechend abgestraft hat. Ja, man hört von den einzelnen Analystenhäusern, wie zum Beispiel von der HSBC, die haben hier den Ausblick auch schon massiv runtergesenkt. Die Aktie von 79 € auf nur noch 59 € Kursziel gesetzt, weil man sagt, langfristig sehen wir Bayer dann doch eher in einer schwächeren Position. Klar, es werden weitere Stellen gestrichen und vor allen Dingen eines dürfen wir nicht vergessen, auch das Thema Glyphosat.
Klagewelle in den Vereinigten Staaten. Das ist ja noch nicht vorbei. Auch da wird Bayer wahrscheinlich nochmal an die 10 Milliarden in die Hand nehmen müssen, um halt eben hier Schadenersatzklagen dann zu befriedigen. Also das Thema, das läuft Bayer so oder so hinterher und jetzt halt eben auch noch der schlechte Ausblick, das hat natürlich letztlich dazu geführt, dass viele, viele hier eher negativ eingestimmt sind. Also da würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Mein, ansonsten ist natürlich Bayer ein weltumspannendes Unternehmen. Da können wir nicht so sagen, die gehen morgen nicht in die Insolvenz. Das wird nicht der Fall sein. Aber die könnte sich durchaus noch mal ein bisschen verbieten. Und zum Schluss haben wir noch eine Frage von dem Shai Marco, ebenfalls über Instagram. Eine Einschätzung zu Grenke wäre spannend, schreibt er. Ja, die Aktie von Grenke sind heute vorbörslich nach einem Pressebericht über Geldwäscheverdacht erneut unter Druck geraten. Somit rücken die Q3-Zahlen, die ebenfalls veröffentlicht wurden, eher in den Hintergrund. Ja, Mick, wie geht's weiter beim Leasinganbieter Grenke? Ja, das ist natürlich schwierig. Meine Grenke kommt natürlich jetzt in ein Fahrwasser, wo wir eine Wirecard oder eine Steinhoff drin haben. Ja, und das ist natürlich nicht gut, weil beide Unternehmen, Wirecard und auch Steinhoff, ja massiv betrogen, geschummelt und beschissen haben, um es grob zu sagen. Und heute tatsächlich kam ein Artikel im Handelsblatt, wo es nochmal um den Geldwäscheverdacht ging, dass hier eine Spezialeinheit des Zolls wohl tatsächlich einige Fälle aufgetan hat und hier in Untersuchung ist. Ja, jetzt hat natürlich die Vorstandsvorsitzende, ist ja eine Frau, Antje Leminski, alle Hände voll zu tun, diese Verdächte halt eben zu entkräften. Aber wie gesagt, der englische Investor bzw. Shortseller Fraser Perrin, der gibt natürlich auch keine Ruhe. Der tritt ja natürlich auch nochmal immer, immer wieder hinterher. Ja, jetzt gilt es tatsächlich für Grenke, offen zu legen, was da ist. Man hat ja eine externe Wirtschaftsprüferagentur eingeschaltet, um halt eben hier tatsächlich die Bilanzen zu veröffentlichen. Und auch Wolfgang Grenke, der Gründer des Unternehmens, der eigentlich im Aufsichtsrat sitzt, der hat jetzt zuerst einmal eine Auszeit genommen und Jens Rönnberg als Ersatz für sich selber reingesetzt. Ich denke, dass das ein gutes Zeichen letztlich auch ist, weil halt eben Wolfgang Grenke vielleicht zu involviert in das Geschäft ist und da natürlich nicht unbedingt Aufsichtsratsvorsitzender sein kann. Interessant ist, dass Jens Rönneberg übrigens von PricewaterhouseCoopers kommt. Das heißt also, der sollte sich mit Bilanzen dementsprechend auch ein bisschen auskennen und jetzt muss man abwarten, wie es weitergeht. Die Zahlen, die wir heute bekommen haben zum Leasinggeschäft, die waren übrigens gar nicht so schlecht. Also von daher, Grenke hat es auch in der Corona-Zeit geschafft, so ein bisschen halt eben an Leasingverträgen weiter zu generieren, Geld zu machen. Aber die Betrugsvorwürfe, die ist natürlich vollkommen bei, die müssen natürlich zuerst einmal weg. Ja, müssen wir mal abwarten, wie es hier weitergeht. Absolut. Ja, danke Mick für deine Einschätzung. Spannende Woche wieder mit vielen Themen. Ich bin gespannt, was die nächste Woche so alles mit sich bringt. Wir werden für Sie, liebe Zuschauer, auf jeden Fall wieder weiter berichten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe wie immer das Schlusswort an den Mick. Ja, wir werden jetzt mal schauen müssen, wie gesagt, was Donald Trump in den Vereinigten Staaten macht. Das Thema Covid-19 hat ihn jetzt schneller eingeholt, als er das letztlich wollte. Die Wahlkampfzeit ist eine wichtige Zeit, auch für die Börsianer. Heute ganz klar dann nochmal im Fokus die Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, weil da schaut ja vor allen Dingen Fed-Chef Jerome Powell drauf, weil er ja seine Geldpolitik in den Vereinigten Staaten jetzt wirklich auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet hat. Und da werden wir mal schauen, ob da schon die ersten positiven Früchte und Nachrichten zu vermelden sind. Aber wie gesagt, das Thema Covid steht letztlich über allem. Und wir sehen es ja, der DAX heute bei 12.615 Punkten aktuell, sind wir leicht in der Verlustzone, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen zuerst einmal um die Marke von 12.500 Punkten bewegen. Schauen wir mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Aber wie gesagt, wichtig jetzt, was macht die Wahl, was macht vor allen Dingen auch Großbritannien, der sogenannte No-Brexit-Deal, den dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, der könnte auch nochmal für Störfeuer sorgen. Das heißt also, in den nächsten Tagen sicherlich leicht schwankungsanfällige Börsen.